Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Valorant. Ab heute gibt es den gewerteten Modus. Wenn ihr auf Spielen geht, könnt ihr nämlich jetzt hier ein gewertetes Spiel auswählen. Das bedeutet, dass Ranks jetzt am Start sind. Ihr spielt also ein paar Spiele und dann bekommt ihr euren Rang. Der steht dann hier unten drin. Das Ganze seht ihr, wenn ihr auf Verlauf geht, hier oben. Ich denke, dass einige oder wahrscheinlich alle von uns, die Valorant haben, heute Abend im Livestream ab 22 Uhr ordentlich den Rang reindaddeln werden. Also ich denke, bevor morgen früh der Hahn kräht, haben wir alle unseren Rang und vielleicht sogar auch schon verbessert, wer weiß. Ja, es ist also endlich da, wir können ordentlich reinschwitzen und diesmal dann auch mit Sinn dahinter. Beziehungsweise mit mehr als zu dem reinen Spaß, sondern tatsächlich auch diesem Competitive-Gedanken, dass man etwas erreichen möchte und sich dann vielleicht auch verbessern will. Und man eben auch eine Rückmeldung vom Spiel bekommt, also in Form dieses Rangs. Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, jetzt schon mal eine Runde reinzudümpeln und hier zeige ich euch mal ein paar Ausschnitte, wie das so war. Wir mussten mit zwei Randoms spielen, weil wir bereits jetzt mit ein paar Leuten schon nicht mehr gewertet spielen konnten, weil der Skillunterschied angeblich schon zu hoch war. Aber eins noch vorweg, wenn wir in den Streams zusammen spielen wollen und der Rankunterschied wäre zu krass, dann gehen wir einfach auf ungewertet und spielen so eins, ja, klar. Also ich will natürlich lieber mit euch spielen, als dass ich an meinem Rank arbeite. Vor allem gibt es auch noch die eigenen Spiele, die wir spielen können, also untereinander. Da ballern wir später ordentlich rein. Also, Streamstart heute wieder 22 Uhr. Es gibt unter anderem natürlich auch wieder schöne CSGO-Skins, unter anderem eine StatTrak USPS Cyrex. Und noch andere Sachen. Bis gleich im Stream. Was, wir spielen gegen zwei Golds? Ah, wir sehen deren Dinge auch. Oh, nice. Also, wir haben ein Gold 2 und die sind... hello. Und die sind nur Gold 1. Hello, my friend. Why are you stinking? I'm from Mexico. I'm Juan. Noch 30 Sekunden. Das hier ist übrigens Käse hier. Der Spotter ist Käse. Rashid, what are you doing, please? Hey Kenners, was geht bei euch ab? It's your boy, Skinny Penis. Alter, die hat eine Pumperelli. She's dead. She's dead. Achso, oh nö. Alles klar. Jetzt hab ich Timing des Grauens, das finde ich gut. Hier ist der Bulldog. Falls jemand haben möchte. Ich wollte gerade sagen, Bulldog ist doch echt die ekligste Waffe hier, oder? Bulldog jetzt gerne, aber ja, Bulldog stinkt, ne? Wenn du zoomst, ist das ein Burst. Wenn du nicht zoomst, normal. Mann, hallo, warum sind denn alle bei mir? Warte, die Flash runter. Ich glaube, der hat Jesus gesehen, Alter. Oh, fuck, das ist ja dem seine Ulti. Dem sein Scheiß, meine ich. Larry, renn mal auf B. Ich glaube, der andere ist hier bei mir bei A. Ja, ja, Plante. Oh, er ist oben im Window. Hat schon zwei Hits oder einen zumindest in den Nuss. Nois. Schnitzel. Wie er dich anstellt als sein privater Bombenträger. Lass mich hier wieder liegen. Easy. Okay, los. Alter, Larry, der hat no chance eben, ne? Oh, Rashid ist down. Ich dachte, der ist Gold 2, Mann. Was macht der? Und pass auf die Bombe auf, Jungs. Die wird gleich von hinten geholt. Jungs, unser Bömmchen ist noch sehr... Achso, ihr. Ja, ich hab doch mehrfach gesagt, Jungs, passt bitte auf die Bombe auf. Aber ihr wollt ja nicht Heere. What a nerd. He's on the fucking ropes again. Boah, Jungs, wenn wir die Bombe mitbringen, können wir B machen. B ist sonst clear, bis auf den da im Window drin. Ich bin aber im Window. Sieh, ich mach jetzt zu. Es ist zu. Komm dran, Jungs. Ich geh mit der Ulti rein, ich rush den um. Oh! Ich flash den mal, ich flash bei mir links. Achtung, Larry, ich hoffe, ich treffe dich nicht. Flash nochmal. Oh, oben, shit. Und einer unten bei City, glaube ich. Ja, das ist eine Ulti. Oh, schade, Mann. Oh, no. Das war wirklich sparsam. Ich ein bisschen Beute? Natürlich, Bro. Guardian ist ja so gut. Guardian ist ultra gut, Alter. Komm, lass die von hinten ausräuchern hier mit dem, alles klar, ich bin tot. Letzter lebender Spieler. Makellos. Die ist Ulo. Nein, ja, von oben und ich guck hoch, ich dumbatz. 137 habe ich der Tante gegeben. Fuck dieses Game. Duck du dich dann. Boah, Larry fast! Es war so knapp. Hab's noch drauf. Also. Alter, Rashid ist eben einfach auf der Stelle stehen geblieben. Was treibt denn der? Was ist los? Seine Batterie. Batterie auf dem Keyboard, okay. Ah. Ohne Kabel. Ja, das ist natürlich sehr merkwürdig. So, Leute, sind wir erstmal suspekt. One on B. Nein! Alter!
Sag mal, warum habe ich hier nach rechts weggezogen? Gott, wie peinlich, Alter. Das hat zum Glück keiner von euch gesehen. Und der Rashid, meine Batterie! Larry. Ich wollte eben sagen, Larry, jetzt macht er mal was. Guck mal, was er macht. Er muss immer noch Batterien in seinen Arsch reinstecken, Mann. Oh, Larry, das ist jetzt aber blöd für dich, ne? Ja, wenn Mitte was ist, renne ich direkt hin oder dann teilen wir uns auf. Ich will eigentlich nur den First Peak, weil ich bin mir sicher, hier kann ich später mit IOP einiges holen. Achte, Larry, 3, 2, 1. Keiner da. Ich raste aus. Larry, komm, wir pressen jetzt mal richtig rein jetzt hier. Sneasel macht drüben den Rest und die zwei Randoms, die können sich begraben direkt. Easy, easy. Achtung, Larry. Oh, Larry, das sind welche, ich schwöre. Larry, I make it too. Ah, Larry! Nein, ich will den First Peak. Oh, nö, da, B. Sie hat den guten alten Ducken-Move gemacht, die Tante. Nice, Larry. Oh, den hast du schon ordentlich gedrückt. Nur noch 8 Schuss, Larry. Nice. Er ist weg. Er pusht mich. Letzter lebender Spieler. Warum sollte er mich pushen? Ein Gegner übrig. Boah. Jetzt steht er wieder hier, will mich cockblocken oder was? Er stellt sich jetzt hin. Pass auf, ich will jetzt eigentlich 80 Kills machen, aber... Butzer! So läuft's nämlich. Oh, Rashid holt auch einen. Das sind ganz viele. Das sind 80 Millionen Leute. Komm schon, los! Hater! Ja, wie man sieht, haben wir ordentlich Spaß gehabt und heute Abend werden wir, denke ich, noch deutlich mehr Spaß haben, denn dann können wir hoffentlich alle gemeinsam spielen. Dann sehen wir uns, wie gesagt, um 22 Uhr. Bis gleich.